Ja, hallo Freunde des Sexualsports, ja, des gepflegten Duellierens. Wir sind hier wieder bei Yu-Gi-Oh! World Championship 2011. 10, ich meine 10, nicht 2011, 2010. Da, wo man ganz viele Dialoge führt, bla bla. So, wir haben das letzte Mal Annie fertig gemacht. Dreimal. Ich würde sagen, diese Session kommt der Freund hier. Der Yusuke. Als der Laden neu eröffnet hat, war ich der erste Kunde, der etwas gekauft hat. Jedes Mal, wenn neue Packs reinkommen, stehe ich ganz vorne in der Schlange. Die Karten, die ich will, finde ich jedoch nie. Der Ladenbesitzer behält sie bestimmt für sich. Ah, ja, natürlich, ne? So, mein Freund, du hast wirklich Nerven, mich herauszufordern. Ja, du bist ein kleines Kind, du bist ein Fünftklässler. Und selbst diesen, na okay, ne, diesen kleiner. Gerichtstagung, 740 Deckstärke. Wir benutzen Weird. Ah, stimmt, wir haben ja letztes Mal den Gojo-Wächter bekommen. Den ich ja dann in jedes Deck eingebaut habe. Das wird awesome. Und da ich das Deck doch mehr oder weniger noch auf Synchros machen ausgelegt ist, Uryuryoko. Eine kleine Gimmick-Karte, die ich eingebaut habe. Sehen immer Breaker, Breaker auch, super. Ah, Z-Cards, schön. So. Das Tornado, Entkräftungsschild, setzen wir gleich mal. Dann würde ich sagen, wir spielen unseren Breaker. Denn Ruhe da draußen, scheiß Motorradfahrer! Wichser. Jedenfalls bekommt, sobald wir Breaker ausspielen, bekommt er eine Zauberzählmarke. Und das heißt, er bekommt 300 extra Angriff. Wir können sie aber auch entfernen, was ich gleich mal machen werde. Das heißt, er verliert die Angriffspunkte wieder. Wir können aber eine Zauber- oder Fallenkarte zerschießen. Also zerstören nennt man so auch zerschießen. Und wir haben gleich mal das Solemn Judgment getroffen. Sehr schön. Es ist eine gute Karte zu treffen bei sowas. Dann greifen wir mal an. Großzügige Artemis. Dammit, hat leider 100 Punkte mehr. Mit der Zielmarke drauf hätten wir es natürlich zerstören können, aber dass Solemn Judgment weg ist, das gefällt mir im Moment doch mehr. Also spielt quasi so ein Feen-Deck. Wir haben ja, glaube ich, schon mal gegen das Feen-Strucki gekämpft, oder? Im Strucki-Duell. Aber ich glaube, die Version, die der spielt, wird wesentlich abgespeckter sein noch. Da, aufstoßen. Kommt mir die Musik nur so laut vor, oder? Alter, steht, da hat er einen Haufen Z-Cards gespielt schon wieder. Zaborg. Ist mir ein bisschen unsicher, gerade den zu spielen, ne? Ich schieße einfach mal noch eine random Karte. Die hat er länger gehabt. Seven Tools. Okay, von mir aus. Ich spiele erstmal die. Man weiß ja nie, ob er jetzt irgendwie eine Bottomless oder so. Oder irgendwas gegen Angriffe gespielt hat. Ah, die Anu Piranha. Unser komisches Vanilla X-Säbel. Sind wir noch stark genug, um gegen den Artemis zu gewinnen. Jupp. Und unser Breaker kann, was auch immer er verdeckt gespielt hat, der Yusuke angreifen. Nova-Beschwörer. Ach, eine Sucherkarte, also. Okay, von mir aus. Such dir ruhig irgendein Monster. Achso, es kommt gleich Special, ne? What's? Was hat er denn da? Strahlender Gerald. Bah, schon wieder so eine defensive Karte. Warum spielen alle Gegner defensive Karten? Gut, ich spiele jetzt in meinem Zombie-Deck auch Spirit Reaper und so. So Scherze, aber. Ist ja was anderes. Die ist ja wenigstens noch cool, aber 2000er Death Monster hier rausklatschen ist dann eine cool. Vor allem, da wir Mittel und Wege haben, die wegzuflexen. So, was haben wir? Ein Feindkontrolle. Schön. Wer weiß, ob wir die brauchen. Nee, komm, wir spielen Zaborg. Auch wenn er schon wieder eine Setcard gespielt hat. Wo nimmt er die alle her? Wenn wir Zaborg beschwören. Im Donnermonarch übrigens, Zaborg Monarch des Donners, können wir ein Monster zerschießen. Und ich würde sagen,
Puff. Weg mit diesem Ding. Es ist schön, die Lebenspunkte direkt angreifen. Ich dachte vielleicht, der hatte einen Solemn Judgment drin. Und na okay, Seven Tools, das ist auch nicht zu schlecht. Dass der Typ mal Fallen spielt, die es wert sind, überhaupt gespielt zu werden. Aber es scheint alles Müll zu sein hier. Guck mal. Auf jeden Fall scheint er schneller zu besiegen zu sein als gewisse andere Leute mit Naturia-Decks. Noch eine Setcard. Boah. Reicht. Reicht doch langsam. My Body is a Shield. Schlecht. Wenn das jetzt keine Mirror Force oder irgendwas anderes ist, was einen Angriff negiert, wahrscheinlich gewonnen haben. Es scheint Angriffe nicht zu negieren. Das hätte mit Sicherheit meinen Afro Saborg da zerstört. Bin mal gesehen, da einen grünen Afro, also. Ist mir gerade so aufgefallen. Hey! Endlich mal wieder ein Duell, was schnell ging. Schön. Du hast mich, ja, ja, kein Thema. Whatever. Ich habe den Sinn in seinem Deck immer noch nicht erkannt, aber. Bei wem erkennt man das schon in dem Spiel? Keine Spezialbeschwörung, Bonus. Was? Wir hatten bisher noch kein Spiel ohne Spezialbeschwörung. Ja. Wurde es mal Zeit, ne? So, Freundchen. Mist, du hast mich besiegt. Du bist nur ein kleiner Rüpel, weißt du? Guck mal, wie viel größer wir sind. Rüpel sind wir erst drin. Okay, ich weiß nicht, wir sind jetzt Mitglied bei so einer Bande, aber. Ah. Mal sehen, ob wir gleich noch das zweite Duell in dem Part schaffen. Dann schaffen wir doch mal ein paar mehr Gegner. Weil heute haben wir erst gesagt, dass das LP ewig wird, wenn ich in jedem Part nur einen Gegner, ein Duell schaffe. Und das stimmt. Aber jetzt haben wir in nicht mal 7 Minuten schon ein Duell geschafft. Nein, 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 ich will anfangen. Mein Weird Deck. Wir haben nicht mal eine Synchro gespielt, auch gut, ne? Obwohl ein Viertel der Monster in meinem Deck Empfänger sind. Der Kettenbumerang, der musste. Ach ne, Kunai mit Kette ist der. Das musste einfach sein. Breaker. Mal wieder. So, spielen erstmal ganz viele Fallen hier. Und dann Breaker. Oder auch Brecher. Magischer Krieger. Und auf Englisch Breaker. Hätten sie nur übersetzen müssen, aber haben sie halt. So, mein Freund. Was wirst du tun? Er denkt nach. Und er settet ein Monster. Und so eine Karte. Schön. Nope. Oh, da haben wir einen Ice Barrier. Empfänger bekommen. Aktivieren wir mal den Effekt vom Breaker. Wenn wir den gleich weiter synchronisieren werden. Sonst hätte ich auch einfach den Dustron verwenden können. Sag mal. Warum man den aktiviert, ist mir auch schleierhaft, oder? Hätte den nicht aktivieren können auf meinen Breaker gerade? Weiß nicht. Hauptsache man hat Fallen, aktiviert sie aber nicht. Kommt mir zwar ein wenig bekannt vor, aber trotzdem. So, wir spielen jetzt endlich den Goyo-Wächter. Wahrscheinlich 90% der Fälle meine erste Wahl, wenn ich einen 6er-Synchro immer einfach machen kann. Weil Goyo-Wächter einfach immer ist. Ich hätte heute die Idee, er könnte noch Verteidigungsschaden machen. Ich meine, er ist so oder so OP, da kann er noch OPer sein. So. Goyo-Wächter, 2-8 Angriff. Das ist schön viel. Wir greifen an. Und gleich werden wir auch den zweiten Effekt sehen. Zerschnicken wir den komischen Nova-Beschwörer erstmal. Und jetzt aktivieren wir den Effekt von Goyo-Wächter. Was bedeutet? Naja, ja, bla. Kette du erstmal deinen dummen Sucheffekt dort an. Und hol dir noch einen Nova-Beschwörer. Ja, ist okay. Und jetzt haben wir einen Nova-Beschwörer aus seinem Friedhof bekommen. Also Goyo-Wächter bringt die Monster, die er zerstört, aufs Feld zurück. Auf unsere Seite. In Verteidigung. Finde ich nett.
So, unser Gegner ist dran und er wird wahrscheinlich mit seinem Blitz einschlagen. Dammit! Wir haben nichts zum Anketten, oder? Nee, den Staubtornado anzuketten wird nichts bringen, aber... Scheiße! Das ist Kacke! Ich hasse dich, du Typ. Nee, warte, was haben wir nochmal? Das scheiß Kunai mit Kette, Staubtornado. Und das Kumpuls. Bah! Dammit! Auch ein Banno, oder? Da spielt man mal die OP-ste Karte des Decks und dann wird sie gleich wieder zerstört. Endengel der Weisheit. Nein. Das ist ein Problem, jetzt muss ich irgendein ordentliches Monster ziehen. Und sieht schlecht aus. Oder halt ein halbwegs ordentliches. Wir haben ja immer noch Kunai mit Kette, ne? Kunai mit Kette. Auch der Kettenbumerang in der Serie. Ah, my body is a shield. Dammit. Das ist beschissen. Ja, wir setzen es einfach. Alter, am Ende verlieren wir jetzt gegen den Typen. Das hätte mir noch gefehlt. Das wird mir noch fehlen. Nope. Lass mich doch meinen Kumpuls aktivieren. Zurück mit dir. Du Tributmonster. Oh yeah. Nee, Mann, ihr seid immer noch das andere Viech. Das ist so nervig. Ich muss das wegkriegen, dann später in der nächsten Runde den dummen Tributparschaft schon wieder. Die können wir gleich wegputzen, die Karte. Mit unserem Dust Tornado. Gar keinen Feldvorteil lassen, aber wenn er den hatte schon. Richtig war auch relativ nutzlos, magischer Abfluss. Hätten wir nicht zu. Das kann doch nicht wahr sein. Warum kriegen wir nur so einen Kack? Ich habe doch genau aufgepasst, dass wir 20 Monster, 10 Zauber, 10 Fallen haben. Also, ich glaube mal, dass wir 10 Zauber und 10 Fallen haben. Dammit. Das war's dann wohl. Nein! Wir benutzen noch unser Kunai mit Kette, denn... Ja, damit haben wir eine Runde, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwas ordentliches ziehen werden. So. Herz der Karten! Puh. Breaker! Yay! Wer kann uns das retten? Aber hatten wir den nicht in dem Duell schon? Habe ich den zweimal? Einmal. So. Yay! Wir wurden nochmal gerettet. Erstmal das Viech zu hauen. Weil es 1-8 hat. Kackteil. Wenn ich das ange... ach so, da kann ich jetzt was fetchen aus dem Frieden. Bitte der göttliche Zorn. Hätte ich den anderen angegriffen, hätte er 200 Punkte Schaden bekommen, aber ich glaube, das macht ja jetzt nicht wirklich den Unterschied. So, was wird er tun? Ja, opfern, das dachte ich mir. Wird er den jetzt... einen Selbstmord schicken oder einfach gar nichts tun? Ah, die Antwort ist gar nichts. Er wird gar nichts tun. Rancher, nicht schlecht. My body is a shield ist nutzlos, weil wir nicht genug Punkte haben, uns zu aktivieren. Auch nicht so toll. So, sollte er irgendeine Kacke spielen, die uns wegscrewt, haben wir den Torrential. Natürlich! Ja.
Aber ich kann den Breaker-Effekt zum Beispiel nicht aktivieren. Weil wir sonst verloren hätten. Sonst wäre es wahrscheinlich GG. Oh, Summon Skull. Den ich einfach mal aus Gag hier reingemacht habe. Mal sehen, wie der uns noch helfen wird. Aber im Moment wird es eh nichts bringen, den zu spielen. Deswegen warten wir einfach mal ab. Scheiße, die Zuflucht der Himmel. Ja, wir aktivieren mal magische Störung. Ach, was werfen wir denn jetzt ab? Riesentronal, komm. Ich will nicht, dass das Teil da ist. Das ist Kacke. Die verräterischen Schwerter sind eine Sache, aber die Zuflucht im Himmel? Weiß nicht, damit kann er üble Sachen machen halt in seinem Deck. Boah, geil, Angriff annullieren. Gegen ein paar wertvolle Karten hier. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich den Typen hier weiter battle. Bis dahin, haltet die Ohren steif und ja, Gerichtstagung. Ne? Mach was anderes, wenn du keine Lust auf Duell hast. Halt's Maul!